Okay, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Boom Beach und heute habe ich auch wieder ein weiteres Thema, da bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt. Das ist wieder ein bisschen mehr auf jeden Fall und ich ja, werde das gleich mal ansprechen. Vorher aber erstmal wieder, ne, hier ein bisschen durchblicken und gucken, was gibt's so Neues. In letzter Zeit bin ich auch nur noch einmal am Tag in Boom Beach, weil ich es einfach öfter nicht mehr schaffe. Auch allgemein, zum Beispiel Clash of Clans, würde ich auch viel öfter eigentlich spielen, wenn ich ordentlich Zeit hätte, ne? Genauso wie Clash Royale, obwohl Clash Royale bin ich eigentlich noch relativ aktiv. Das schaffe ich noch einigermaßen, aber die anderen Sachen, ja, habe ich jetzt so ein bisschen vernachlässigen müssen. Ja, ich guck noch mal, haben wir hier noch irgendeine Truhe? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie hier noch 5 Stück oder so übersehen habe, weil auf Dauer, ja, vergisst man eben mal die ein oder andere hier. Aber ich glaube, hier ist keine mehr. Und ich meine, ich brauche jetzt die Diamanten hier sowieso nicht so dringend, aber ist halt immer schön, wenn man welche hat und immer schlecht, wenn man welche verliert, ne? Ich glaube, wenn man die zu lange hier lässt, die spawnen die wieder oder die werden dann überschrieben von anderen Truhen sozusagen, die dann irgendwo anders auftauchen. Also man kann hier nicht unendlich Diamantkisten sozusagen ja, lagern, sondern die verschwinden dann und dafür kommen andere oder so. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Aber man sollte, glaube ich, schon hier regelmäßig aufräumen sozusagen, ne? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was macht man jetzt mal? Ich gehe mal hier in irgend so ein Dorf und greife das mal an, ne? So wie jede Folge. Einfach weil wir ein bisschen labern wollen wieder. Irgendwann werde ich auch wieder Folgen machen, wo es mehr ums Gameplay geht. Keine Sorge. Da wird es auf jeden Fall dann wieder ein bisschen, ja, Action geben. Ein bisschen mehr als jetzt. Aber, naja. Sehen wir dann auf jeden Fall später. Ich würde sagen, ich rede mal ein bisschen. Und zwar geht es um folgende Sache: Kinderserien. Ja. Ich habe letztens mal wieder hier durchgesäppt und habe gesehen, dass Nils Holgersson tatsächlich mittlerweile auch, genauso wie alle anderen Serien, fast aus den 80er Jahren ungefähr, ja, dass die alle jetzt so scheiße neu gemacht wurden. Und das kotzt mich einfach nur an. Ich meine, warum nimmt man diesen schönen Charme der alten Serien und zerstört das einfach nur so? Man kann doch nicht denken, dass das ein würdiger Ersatz ist. Wer denkt sich diese Scheiße aus? Vor allem nach 30 Jahren, die Senden, die Serien, die kommen schon ewig, ja? Die haben schon Generationen, viele Generationen irgendwie mitgekriegt und ja, das war einfach immer, es ist einfach Kult so. Und die werden seit so vielen Jahren immer wieder gesendet, ganz normal, und dann kommen die daher und machen einfach alles neu in diesem ekligen, hässlichen, neuen Stil. Schreiben auch so alles um, dass alles so eklig und so scheiße wird und oh, Alter, das ist überhaupt nicht mehr schamhaft oder wisst ihr, so sympathisch, sondern diese ganzen heutigen Verhaltensweisen, die da so immer beschrieben werden und diese komischen Werte, die da so vermittelt werden, das ist einfach nicht mehr dasselbe wie früher und es ist einfach nur immer, es wird immer anspruchsloser, habe ich auch das Gefühl. Früher waren die Zeichentrickserien auch immer noch anspruchsvoller als heute auf jeden Fall. Ja, heute ist es immer derselbe Scheiß und früher hatte so jede Serie eigentlich noch so ihren eigenen Charme einerseits, aber andererseits auch irgendwo natürlich auch etwas mehr Story so, weißt du, so ein bisschen auch ausgeschmückter und mit ein bisschen mehr Details und so weiter und dass man eben auch bei manchen Sachen dann ein bisschen ja, mehr überlegen musste und heute geht so alles immer in eine Richtung und es ist alles so linear eher und ja, einfach nur, wisst ihr, nicht mal klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kleine Kinder davon auch unterhalten werden können, so richtig. Also, ich habe früher immer sehr gerne diese alten Serien geguckt und ich spreche von sowas wie Wiki oder, keine Ahnung, Pinocchio und diese ganzen Sachen, meine ich jetzt. Das, was eben ersetzt wurde oder Biene Maya ja auch, ne, oder Heidi und so. Das sind die ganzen Sachen, die jetzt mittlerweile schon ersetzt wurden durch diese scheiß neuen Animationen, Alter, ey. Das ist so dämlich einfach nur, ja. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, wenn man mal so die alten Sachen sich anguckt, was die teilweise so für Erinnerungen auch wecken in einem und das ist einfach so auch mit Liebe gezeichnet und so, weißt du, so gute alte Sachen. Da steckt nicht so 0815 Animationsscheiß dahinter, sondern das ist alles noch mit sehr viel Zeitaufwand damals auch verbunden gewesen. Und ja, keine Ahnung, heute wird so alles immer
nur noch diese scheiß 3D-Animationen werden heute gemacht und keine Ahnung. Und ja, es werden ja mittlerweile auch Serien von 2004 oder so ungefähr, oder 2002, so Anfang der 2000er halt, die werden jetzt auch schon ersetzt. Zum Beispiel sowas, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, also ich kenne es auf jeden Fall noch von früher, und zwar Hexe Lilly, ja, das wurde auch ersetzt. Das ist heutzutage auch so eine hässliche Scheiße geworden. Und früher war das einfach noch so ein handgezeichneter Stil und jetzt ist es einfach wieder so ein Animationsscheiß, zwar noch 2D, aber es ist auf jeden Fall überhaupt nicht mehr gut. Und ja, keine Ahnung, die haben glaube auch das alles wieder mal so verändert, dass es wieder in die heutige Zeit passt und nicht in die von vor 10, 15 Jahren. Und keine Ahnung, das ist einfach alles so dämlich. Ja, und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, warum macht man das? Das ist da auch ein übelster Aufwand. Warum macht man das? Ja. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das so hingerotzt ist. Da steckt natürlich auch Zeit drin, diese Animationen zu erstellen und so. Aber warum? Warum lässt man nicht einfach alles so, wie es ist? Mensch, das gehört sich so. Man kann doch nicht irgendwas einfach so krass verändern. Das geht doch nicht. Das ist doch wie wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie hier, ach, mir fällt jetzt kein Vergleich ein, aber auf jeden Fall ist das einfach nur eine Schande und die bringen das Alte ja auch dann nicht mehr. Die bringen ja dann nur noch das Neue. Weißt du, die könnten es ja auch so machen, dass sie dann so einmal im Jahr noch die alte Serie nochmal durchbringen, weißt du, und sonst dann vielleicht die neuen Folgen und dann wäre es ja auch nochmal was anderes, aber die bringen ja das Alte nicht, die werfen das einfach weg und das war's, weißt du, das ist so scheiße einfach nur. Ey, wisst ihr, warum muss alles so scheiße werden? Und, ja, keine Ahnung, sollen meine Kinder sich dann so eine Scheiße angucken? Weißt du, es ist einfach nur dämlich. Und, ich weiß auch nicht, was haben wir noch so an, Sachen? Es ist so viel mittlerweile, was sie einfach zerstört haben. Achso, eine Serie hatte ich noch vorhin, und zwar, oder hatte ich letztens auch gesehen, so kurz, und zwar Yakari. Weißt du, ich konnte die Serie nie leiden und ich habe die auch immer gehasst, so früher. Aber wann kam die raus? 2005 oder so, keine Ahnung. Und mittlerweile haben sie davon auch schon wieder eine neue Version, die jetzt so ekelhaft hässlich ist. Von letztem Jahr oder so, keine Ahnung. Und da haben sie dann eben auch diesen Animationsstil so angewandt. Und bei der Serie kann ich so wenig verstehen, weil das sieht fast genauso aus wie vorher. Und andere würden es wahrscheinlich auch nicht erkennen, aber ich habe für sowas immer ein sehr gutes Auge. Ich sehe das sofort, wenn da irgendwas verändert wurde, ne? Ich bin so richtig, ich achte da immer auf krasse Details, so. Und, warum macht man sowas, weißt du? Die denken so, die Kinder merken es eh nicht, die sind alle zu blöd, weißt du? Ich hätte es auch als Kind gemerkt, ich war das schon immer so, ja? Ich hätte das schon immer gemerkt. Ich habe auch immer gemerkt, so, ja gut, das ist natürlich auch offensichtlicher, wenn jetzt irgendein Synchronsprecher gewechselt wurde. Ah gut, das ist auch wieder... Das ist natürlich, das merkt man da natürlich. Aber so ein, selbst wenn nur geringfügige Änderungen waren, so zum Beispiel in SpongeBob oder so, das ist mir auch immer aufgefallen, dass da bei den alten Folgen der Zeichenstil noch ganz anders war als dann später, weißt du? Und keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Und ja, ich verstehe nicht, warum das alles so scheiße wird. Auch die ganzen Serien bei Super RTL, die da kommen, die kannst du dir echt nicht mehr angucken. Da kommt nur noch Scheiße. Wenn du mal so guckst, da kommt nichts mehr, was es früher schon gab. Nichts mehr. Das ist alles so dumm geworden. Ey, warum? Alter, ey, das gibt's doch nicht mehr. Das ist in den letzten Jahren wirklich schlimm. Und, keine Ahnung, so die guten alten Zeiten, wo ist das hin? Ich wüsste auch noch früher, so, als ich so 2005 oder so, da kamen immer noch diese ganzen Disney-Sachen auf Super RTL, auch hier noch zum Beispiel Chip und Chap, diese ganzen 80er-Sachen, wisst ihr, so, von Mickey Mouse und Entenhausen und so ein Scheiß, ne? Und das ist heute überhaupt nicht mehr. Heute kommt nur noch Müll, heute kommt nur noch dieses, Detektiv-Scheiß da und, ach, was, wie heißt denn das hier? Go Wild, diese Scheiße. Alter, ey, da könnte ich so abkotzen. Oder Sally Bollywood und so eine Kotze, Alter. Oh, nee. Ey. Ich darf nicht drüber reden, da wäre ich aggressiv. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, bevor ich mich jetzt hier zu sehr reinsteigere, gehe ich jetzt mal und schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall rein, wenn ihr da auch, ja, das festgestellt habt, dass einfach alles scheiße geworden ist. Und dann verabschiede ich mich, bis später und tschüss.